Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Einfach Schön. Ja, wieder mal eine kurze Unterbrechung von der Sommerpause, aber die Werbeagentur bzw. eine Firma hat mir was zugeschickt, was zur Verfügung gestellt sozusagen. Und das gucken wir jetzt mal, was es ist. Es ist mal wieder die Firma X-Rex, wenn es so ausgesprochen wird. Und es geht ja um einen Zeitmesser, Stoppuhr, Eieruhr, wie man auch immer sagen wollt. Ich habe schon diese große Uhr, die ich ja permanent im Einsatz habe, schon mal nochmal verlinkt hier oben. Da könnt ihr mal gucken. Also ich bin mit der hoch zufrieden. Ja, jetzt geht es aber hier um dieses kleine Teil. Es ist eine Stoppuhr, eine Eieruhr. Wieso wiederhole ich mich jetzt gerade? Ich glaube, die Sommerpause war noch nicht zu lange, weil ich bin immer noch durcheinander. Ne? Ja, es ist ein Teil wieder. Ich finde es wieder mega formschön. Die Haptik ist wieder super. Das Display ist verspiegelt. Hier die Anzeige, kann ich jetzt schon sagen, gibt es in hell und dunkel. Kann man so erkennen. Natürlich, wenn man draus schaltet, natürlich nicht. Ne? So, die ist ganz zart. Ich glaube, da kann man jetzt gar nicht sehen. Ganz zart bis halt relativ hell. Ne? Das Ganze kommt einfach in so einem Kästchen mit einem Ladekabel. Also man braucht keine Batterien für das Teil. Das finde ich nämlich mega. Und es hält sehr, sehr lange, laut der Firma. Aber wenn die mir sowas schreiben, kann ich das jetzt schon sagen, dass das stimmt. Also man lädt das Ding und hat ewig daran, weil das Display nämlich zwischendurch ausgeht, bis es dann Alarm schlägt, sozusagen, bis die Zeit abgelaufen ist. Zur Bedienung sage ich gleich noch was. Hier kommt auch eine kleine Gebrauchsanweisung mit. Und da ist wie immer bei dieser Firma auch bestimmt, ich gucke, ja, auf Deutsch. Und es ist eine kleine Gebrauchsanweisung. Ja, es sind nur diese zwei Seiten hier, weil die Uhr selbsterklärend ist. Und das finde ich toll. Man kann sie. Hier ist so ein, na, so ein Teil dran. Dann kann man sie wunderbar hinstellen. Na. Oder ganz süß finde ich das hier. Kann man sie aufhängen an die Wand. Oder wenn man was Magnetisches hat, wie bei mir, kann man einfach hier hin machen. Finde ich, sieht wirklich nicht schlecht aus. Ich weiß gar nicht, ist das hier auch magnetisch? Ja, sieht doch gut aus. Fügt sich in jeden Haushalt gut ein. Vorausgesetzt, man braucht sowas in der Küche. Ne? So, und für das jetzt zu erklären, wie man die Sachen einstellt, hole ich euch einfach näher ran. Ist es nicht nice Fake-Obst? Sieht das nicht toll, noch toll aus? Ich weiß gar nicht, ob es sowas heute noch zu kaufen gibt. Sieht, finde ich, nett aus. Und das ist so fake, sowas mag ich. Ja, aber jetzt hier zur, ne, ihr seht, hier nochmal von nahem, wie das Display aussieht. Und man kann verschiedene Modis einstellen, sodass man die nicht immer wieder neu stellen muss. Ne? Also an, aus, beziehungsweise einfach gucken, wie es steht, macht man hier auf ST, SP, da. Und Clear ist auch selbsterklärend, würde ich sagen. Ne? Dann ist einfach das Display nochmal geklärt sozusagen. Dann kann man hier Sekunden einstellen und Minuten und Stunden. Ne? Falls man mal jetzt einen Kuchen backt, der anderthalb Stunden bleibt, stellen wir mal jetzt hier so, ja, einfach mal eine Stunde und 10 Minuten ein. So sieht das dann aus. Ne? Und man könnte sogar noch Sekunden einstellen. Ne? Also das braucht man ja jetzt nicht so oft, aber es wäre möglich. Und dann drückt man einfach hier drauf und dann startet das und dann seht ihr einfach, die Zeit läuft rückwärts runter. Und wenn es fertig ist, ertönt ein Signal und man weiß, ihr seht jetzt, die Uhr geht direkt wieder aus. Das ist deswegen so gut, weil
Das Akku, was da drin ist, hält natürlich dadurch ewig, ewig lange. Ne? Also mal, ich denke, ja, wie oft werde ich die wohl aufladen müssen? Ich brauche das so für Eier, für Kuchen und ja, ich denke, alle 3, 4 Monate mal kurz aufgeladen und fertig. Ja, und wenn man mal gucken will, wie läuft es jetzt mit der Zeit, drückt man einfach hier drauf. Einmal, die Zeit läuft weiter, wird davon nicht beirrt. Wenn man sie jetzt sagt, okay, jetzt, was weiß ich, jetzt stoppen wir erstmal. Zweimal draufdrücken auf ST, SP und dann stoppt die Zeit. Und wenn man dann wieder dort die Zeit weiterläuft, haben wir es so, ne? So, jetzt will ich euch noch schnell den Signalton zeigen. So, da müssen wir erstmal wieder clear machen. Ist ja klar, was machst du mal so, da könnt ihr mitgucken. So, jetzt ist wieder clear. Und für den Signalton, da machen wir mal einfach 3 Sekunden. Und dann müssen wir mal gucken. Power Save und Alarm. Hier sind nämlich noch 2 Knöpfe dran. Hier seht ihr. Ne? Leiser Alarm, lauter Alarm. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das laut auch laut genug ist. Hier ist noch die Ladebuchse und natürlich dann die Helligkeit oder man kann es auch komplett ausmachen. Ne? So, jetzt starten wir mal und schauen, was passiert. Ich würde sagen, das hört man im ganzen Haus. Das ist laut genug. Oder halt ein bisschen leiser, wenn man gerade in der Küche ist, hört er jetzt. Oder aus. Und dann merke ich gerade, die vibriert. Kriegt er mit? Also man könnte es auch in die Tasche stecken und dann kriegt man auch mit oder man legt es hin. Da wird es nochmal ein bisschen lauter. Wenn es dann bappt. Ja, perfekt, ganz wunderbar. Und dann kann man hier oben wieder auf STSP drücken und dann stoppt die Sache. Ja, also ich finde es ein schönes Produkt, weil ich mag das immer, diese Form mag ich so. Ne? Sieht schön modern aus, ist ordentlich, braucht keine Batterien, immer wieder diese Batterien. Also ich finde es wirklich schön. Ich weiß noch gar nicht, hier hin, dahin. Schauen wir mal. Mal gucken. Und ja, ich wünsche euch weiterhin einen schönen Sommer. Und vielen Dank an die neuen Abonnenten, die sich trotzdem hinzufügen, trotz der Sommerpause ist. Und ich freue mich jetzt schon auf den Herbst, wenn wir uns wiedersehen. Mein Name war Bernhard Verbrück von Einfach Schön und tschüss.